Was Firmengründer Friedrich Britsch im Jahr 76 mit 3 Mitarbeitern begann, ist für Branchenkenner längst viel mehr als einfach nur Handelshaus und Lieferant. Werkzeuge, Maschinen, Zubehör. Britsch liefert an Drehereien in ganz Deutschland und in aller Welt. Und zwar alles. Immer. Schnell. Mehr als 34.000 verschiedene Artikel. Immer auf Lager. In erstklassiger Qualität. Made in Germany oder aus der Schweiz. Was nicht passt, wird nach Kundenwunsch passend gemacht. In eigener Schleif- und Erodierwerkstatt. Mit höchster Präzision. Und garantiert von heute auf morgen. Und qualitätssichernde Maßnahmen wie ISO-Zertifizierung gehören ebenso zum Unternehmensalltag wie ständige Service- und Ablaufoptimierung und ein gut funktionierendes Finanz- und Rechnungswesen. Egal ob von der Stange oder nach Maß, mittlerweile sorgen rund 50 Mitarbeiter zuverlässig dafür, dass wirklich jede einzelne Bestellung innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert ist. Kompetente Beratung durch fachlich versierte, freundliche Mitarbeiter und die Möglichkeit, rund um die Uhr per Online-Shopping im schier unerschöpflichen virtuellen Lager einzukaufen, runden das Bild vom legendären Britsch-Kundenservice ab. Britsch will auch in Zukunft allerhöchste Qualitätsansprüche erfüllen. In bedarfsgerechte Mitarbeiterqualifizierung zu investieren, ist deshalb genauso selbstverständlich wie die Ausbildung und Weiterbeschäftigung von gewerblichen und kaufmännischen Azubis. Ein regelmäßiger Ausbildungsanteil von bis zu 20% spricht für hohes unternehmerisches und soziales Verantwortungsbewusstsein. Die Messlatte im Dienst des Kunden hängt hoch im Unternehmen Britsch. Und genau deshalb ziehen sie alle an einem Strang. Management und Belegschaft sind sich einig. Geht nicht, gibt's nicht. Und Stillstand ist Rückschritt. Der Erfolg gibt ihnen recht. Zufriedene Kunden, gutes Betriebsklima und ehrgeizige Unternehmensziele sind beste Voraussetzungen für weiteres gesundes Wachstum. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Lydia und Uwe Kelber haben jedenfalls schon mal vorgesorgt. Nachdem die alten Räumlichkeiten aus allen Nähten geplatzt sind, wird der 2008 bezogene Firmenneubau großzügig auf Zuwachs konzipiert. Dabei hat Britsch auch an Kunden gedacht, denen von heute auf morgen nicht schnell genug ist. An der Außenfassade des neuen Firmengebäudes ist ein Nachttresor für Selbstabholer angebracht. Sicher und bequem. Damit Ersatzteile schnellstmöglich verfügbar sind, wenn's mal brennt beim Kunden. Und auch für den Management-Nachwuchs ist schon gesorgt. Stefan Kelber, Sohn von Lydia und Uwe, ist auf dem besten Weg, seine Eltern in der Geschäftsführung zu unterstützen. So ist in jeder Hinsicht sichergestellt, dass Britsch auch in Zukunft eine sichere Bank für seine Kunden ist. Getreu der Maxime, alles wirklich immer schnell.